Stell dir vor, eine künstliche Intelligenz übernimmt das Ruder und erschafft ein komplett neues Roblox-Spiel. Klingt nach Science-Fiction, oder? Begleite mich auf dieser faszinierenden Reise, in der wir die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen lassen und ein unvergessliches Spielerlebnis erschaffen. Und das war die Einleitung, die mir eine künstliche Intelligenz für dieses Video vorgeschrieben hat. Aktuell sind KIs gerade wegen der Veröffentlichung von ChatGPT in aller Munde. Manche Menschen haben sogar Angst, sie könnten bald von KI ersetzt werden. Ich sehe das nicht so, aber ausprobieren wollte ich es schon. Ich habe ein Roblox-Spiel in nur 3 Tagen von der Idee über die Entwicklung bis hin zur Vermarktung vollständig von KI erschaffen lassen. Und in diesem Video erfahrt ihr, wie gut das funktioniert hat und ob ich der KI an manchen Stellen unter die Arme greifen musste. Okay, dann starten wir mal mit einer Baseplate. Und als erstes brauchen wir eine Idee und ich habe keine Idee, dementsprechend fragen wir auch die KI. Ich möchte ein cooles Roblox-Spiel erstellen. Hast du eine Idee, was ich machen sollte? Abenteuer-Platformer, okay? Ein Survival-Game, ein Tycoon oder ein Rennenspiel? Das sind nur einige Ideen. Das Schöne an Roblox ist, dass du deine Kreativität nutzen und nahezu jedes Genre umsetzen kannst. Das ist super nett geschrieben, aber das Spiel soll vollständig von KI entwickelt sein, also muss ChatGPT auch die Entscheidung treffen, was es jetzt für ein Spiel wird. Wie wäre es mit einem Abenteuerspiel? Oh, in dem die Spieler eine geheimnisvolle Insel erkunden und dabei Rätsel lösen und Geheimnisse entdecken müssen. Die Insel könnte voller Überraschungen sein, wie zum Beispiel geheimnisvolle Tempel, versteckte Höhlen und gefährliche Kreaturen. Okay, das ist wirklich eine interessante Idee. Ich öffne mal einen neuen Chat und du wirst das Spiel jetzt umsetzen. Schreibe mir bitte ein Roblox Lua Script, welches eine Map für folgendes Spiel baut. Und dann habe ich einfach seinen Text reingepastet. Natürlich hat er erstmal die Standardfloskeln rausgehauen, von wegen er ist ein Sprachmodell, er kann nur Texte schreiben und keine Spiele entwickeln. Aber nachdem ich ihn ein wenig in die richtige Richtung gelenkt habe, hat er mir dann auch ein Skript ausgegeben, mit dem ich was anfangen kann. Denn um ein Roblox-Spiel zu entwickeln, braucht man Roblox Studio. Und Roblox Studio hat in letzter Zeit ein paar KI-Tools hinzugefügt. Die kann man über die Beta-Features einfach aktivieren und die mache ich mir natürlich auch zunutze. Jetzt nach dem Neustart kann ich hier oben auf Home gehen und habe dann den Material Generator. Da kann ich raufgehen und kann an Materialien erschaffen. Doch bevor ich das machen kann, muss ChatGPT mir erstmal noch eine Map bauen. Und ich habe es vorhin ziemlich einfach klingen lassen, dass ChatGPT mir eine Map baut, aber in der Realität musste ich etliche Nachrichten immer wieder neu schreiben, ständig umformulieren und Stunden warten, bis ich dann endlich mal eine Antwort ohne einen Error im Stream bekommen habe. Und da kam schon der Error. Das Problem ist, dass er jetzt wirklich jedes einzelne Part als einzelnes Part erstellen wollte. Deswegen machen wir das nochmal anders. Und er hat wieder einen Error im Stream. Und abseits der Fehler wollte ich dazwischen auch mal sehen, was ChatGPT da so fabriziert, bevor es wieder einen Error im Stream gab. Dementsprechend habe ich einfach sein TypeScript mal reingepastet und schaut einfach selbst. So, jetzt haben wir es. Und ja, wir haben unsere Insel erschaffen. Das ist die Insel. Ich mach mal die Baseplate weg. Und das ist das Wasser, das er erschaffen hat. Dankeschön, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ich gebe ihm jetzt die Funktion, die er selbst erschaffen hat und schreibe dazu, bitte schreibt mir ausschließlich das Skript ohne Kommentare. Oh mein Gott, ich glaube, er macht jetzt wirklich das, was ich möchte. Er hat jetzt sogar Base Terrain, ein Beach. Er macht Bäume? Was? Nein, oder? Und es geht auf einmal so schnell. Bitte hab keinen Error, bitte führ das zu Ende, das wäre so gut. Oh, ich will sehen, was für eine Insel er für mich erschafft. Und er macht es jetzt so schnell, dass ich gar keinen Überblick mehr habe darüber, was überhaupt passiert. Was ist das? Das war's. Okay, ich kopiere mir das einfach mal und dann füllen wir das Skript einfach mal aus. Oh... Diese Insel wurde gerade erschaffen. Interessant. Also das hier sind beides Bäume, das hier sind Steine und das hier ist eine Höhle, sagt er. Okay, dieses Spiel wurde von KI entwickelt. Ich werde daran nicht viel machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist der KI zu sagen, sie soll weitere Sachen hinzufügen. Dabei gab es natürlich wieder viele Errors, aber irgendwann hatte ich es auch. Er macht einen Wasserfall. Ich bin gespannt. Und jetzt kommt auch noch ein Fluss und eine Brücke und eine zweite Insel. Perfekt. Okay, dann kopiere ich das mal. Bin gespannt, was dabei rumkommt. Ich mache nochmal diese Map hier weg und wir führen es erneut aus. Und okay, das ist der Fluss, das ist der Wasserfall. Okay, und hier ist die zweite Insel. Interessant, I guess. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen. Eine Ewigkeit später. So, und dann versuchen wir es nochmal. Bap, und das ist die Map. Hier ist noch eine Höhle entstanden. Und das ist tatsächlich mal... Ah, ich dachte, es wäre eine Höhle, in der man drin sein kann, aber ist es nicht wirklich? Das ist eine komische Art und Weise, dass der Beach hier drin ist und dann kommt hier die Insel. Aber okay, es ist so, wie es ist. Damit müssen wir leben. Dann habe ich ChatGPT natürlich noch um ein paar Revisionen gebeten, damit es nicht so flimmert und wir Wasser bekommen. Und das wäre dann unsere AI-generierte Map. Aber die Map sieht ja noch ziemlich blöd aus. Deswegen brauchen wir jetzt noch ein paar AI-generierte Texturen. Bevor ich was festlege, müssen wir natürlich ChatGPT fragen. Ich erstelle ein Roblox-Abenteuerspiel auf einer Insel. In welchem Stil soll ich die Map bauen? Nenne mir exakt einen Stil. Okay, danke schön. Low Poly. Das ist dann der Term, den ich eingeben werde. Low Poly Grayscale Beach Sand. Generate. Und wir nehmen, was kommt. Es lädt natürlich erstmal ein bisschen. Ene, mene, mu. Und raus bist du.
Das hier? Na gut, okay. Das nehme ich. Hier sehen wir immer, wie es aussehen würde. Interessant. Nochmal weniger Stats per Tile. Und Base Material ist dann Sand. So, Save and Apply Variant. Bam. Denselben Vorgang bin ich mit allen anderen Materialien im Spiel auch durchgegangen. Es hat manchmal mehr, aber meistens eher weniger gut geklappt. Okay, kann man das so machen? Also, ich weiß ja nicht. Ich meine, ja, Tropical Island. Was bekommen wir für die Bäume? Ich meine, ja, klar, kann man machen. Treasure Chest. Generate. Ja, wenn die Stats per Teil anpassen, sieht man wenigstens, dass es eine Treasure Chest ist, ja. Dann machen wir das einfach mal. Saven Steine. Yeah. Kann man direkt so nehmen, wie es ist. Als nächstes müssen wir natürlich noch die Beleuchtung anpassen, weil sonst wäre die Map ja gar nicht vollständig. Wir kopieren das mal und probieren das aus. Und wir lassen uns einfach überraschen, wie es jetzt aussehen wird. Und los geht's. Na gut, einfach den Fehler fixen lassen und nochmal von vorne. Ballern, jetzt die neue Beleuchtung drauf und bam! Na gut, dann noch ein Versuch. Diesmal gebe ich Ihnen ein paar mehr Tipps, wie die Umgebung eigentlich aussieht. Error in Bodystream, komm schon. Nach etwa einer Stunde hin und her hatte ich keine Lust mehr und habe einfach das genommen, was ich bekommen habe. Bin mir nicht ganz sicher, was jetzt alles geändert wurde. Es ist dunkler geworden. Das sieht jetzt nicht so schön aus, aber wir lassen es einfach mal dabei. Beleuchtung abgehakt. Natürlich nicht. Ich habe die nächsten Tage immer wieder versucht, die Beleuchtung anpassen zu lassen, was ihr im Verlauf des Videos wahrscheinlich auch sehen werdet. Außerdem habe ich einige andere KI-Tools verwendet, die nicht so gut funktioniert haben, deswegen lasse ich die einfach mal aus dem Video raus. Es gibt übrigens eine Sache, die mir schon aufgefallen ist. Ich klicke mal auf Run. Und per se sieht unser Spiel so aus. Und nachdem ich das fixen lassen habe, wurde es Zeit für den ersten Test. Jetzt können wir es auch einmal spielen. Das Spiel ist ja bisher ziemlich hübsch. Ja, also man kann es spielen. Wir haben hier unsere Insel, hier ist die Brücke, der Wasserfall, man kann sogar durchlaufen. Man kann durchs Wasser schwimmen und ist dann auf der anderen Insel mit den Bäumen. Wunderschön eigentlich. Kann man so machen. So, Paulino ist mir gerade gejoint und hat gemeint, die Insel braucht noch Mobs. Und er sagte ja, ich soll gefährliche Kreaturen machen. Dann hau mal raus, die Idee. Riesige Spinnen oder Skorpione. Oh, das wird Felix nicht gefallen. Das machen wir jetzt erstmal. Oder wir nehmen lieber Skorpione wegen Felix. Und da ChatGPT mir so viele Probleme bereitet hat, was vor allem daran lag, dass zu dem Zeitpunkt ziemlich viele Störungen vorlagen, habe ich mich überreden lassen, für GPT Plus zu bezahlen und habe dann auch GPT vorbenutzt für die nächsten Scripts. Okay, und dann gucken wir, was bei rumkommt. Und der antwortet so viel schneller. Wir kopieren das hier einfach mal alles. Run. Oh, oha. Ey, Leute. Das ist der Skorpion, der jetzt dabei rumkam. Es ist eher ein Gecko. Ich finde ihn aber irgendwo niedlich. Ja, hast du $23 ausgegeben? $23? Kannst du sagen, dass er nochmal alles von neu machen soll, bitte? Oh, soll ich wirklich? Der Arme, der wird dann beleidigt sein. Also, es sieht so kacke aus. Es passt aber zum restlichen Style. Ja, und alles sieht kacke aus. Hä? Ey, das ist alles scheiße, sorry. Das passt nur dazu, weil wirklich alles scheiße ist. Alter. Regenerate Response. So, ich speichere mir den hier trotzdem ab. Vielleicht kann man den ja noch irgendwann. Den werde ich benutzen. Das wird eine Entity in unserem Spiel. Die wurde KI generiert. Darum geht's doch. Das wird ein Pet. Das wird ein Pet, ja. Jetzt hat das sehr viel kürzer gemacht. Mal gucken. Seid ihr bereit für den neuen Skorpion? Ja. Skorpion 2. Und jetzt wird's ausgeführt. Bam. Fünf soll das sein. Ui. Ey, wie findet ihr den? Ey, aber den kann man wenigstens erkennen als Skorpion halbwegs. Findest du? Wenn er flach ausgelegt wird, oder wie? Das sieht entweder aus wie ein Skorpion oder wie Huggy Wuggy. Huggy Wuggy. Wie sollen wir die nennen? Nenn ihn mal Scorpy. Und jetzt, wo wir die zwei Einheiten haben, brauchen sie natürlich noch eine KI und müssen animiert werden. Das habe ich aber erst später gemacht, weil zuerst wollte ich etwas ausprobieren, was vorher mit der KI nicht wirklich funktioniert hat. Und zwar, wir brauchen einen mysteriösen Tempel. Doch was GPT vor mir da ausgegeben hat, hat mir schon ein wenig Angst gemacht. Vor I 100, du? Oh oh. Ich habe Angst. Der macht gerade random Kauderwelsch, Leute. Ja. Ich glaube, ChatGPT will mein Spiel crashen. Der macht gerade ganz viele Loops, in dem random Parts erschaffen werden. Nee, der macht das gut so. Der macht das gut so, meinst du? Es werden jetzt mindestens 100 Parts erschaffen. Was hast du ihm gesagt, soll er machen? Er soll einen mysteriösen Tempel bauen. Das, was GPT-3 ja gar nicht geschafft hat. Und ich habe locker eine Stunde versucht, ihm das zu erklären. Naja, das ist jetzt mysteriös. Vielleicht hat er mysteriös mit random mistaken. Ja, das kann schon sein. Okay, wir machen das jetzt einfach mal. Und... Oh? Jo? Okay, das ist der mysteriöse Tempel. Das ist ein Tempel. Hier ist sogar ein Sumpf dabei, oh mein Gott. Ich glaube, das ist mysteriös, findet ihr nicht? Man denkt sich, was hat sich der Erschaffer dabei gedacht? Das sieht aber aus wie L.A. Das ist L.A., genau. Es ist interessant.
Aber es ist nicht ganz der Tempel, den ich mir vorgestellt habe. Wir versuchen es noch einmal ohne Mysteriös. Alter, ich weiß nicht, was abgeht, aber der schreibt und schreibt und schreibt und schreibt. Was ist hier los? GPT-4 ist krass. Natürlich am Ende wird das Ergebnis schlecht, weil dafür ist die KI nicht gemacht. Die KI soll einfach nur mit Texten umgehen, aber trotzdem. Kamera? Dreheffekt? Zoom-Effekt? Was? Kamera drehen und zoomen? Kamera zum Tempel bewegen? Was ist das? Ey, ich glaube, der macht was ganz Wildes, was gar nicht funktionieren kann. Temporäre Teile werden zerstört, Sonne zerstört, Zaun zerstört, Wasser zerstört, Ground? Hä? Was? Okay, ich mache einfach. Und ich glaube, das kann mir jetzt einiges kaputt machen. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich nehme einfach mal den mysteriösen Tempel 1. Pack den ein bisschen weiter weg. Und los geht's. Okay. Position is not a valid member of Point Light. Was hat er hier gemacht? Das hier ist der Tempel. Was ist das? Er hat sogar die Shapes hier gemacht zu Zylindern, aber die gucken leider in die falsche Richtung. Was ist das? Er hat einfach einen Sound rausgesucht. Gibt es das Ding wirklich? Wir probieren es einfach nochmal aus. Sound ging nicht. Er hat einfach einen Sound hinzugefügt. Aber den Sound gibt es nicht. Er hat sich den Sound einfach ausgedacht. Wir entfernen den Sound und versuchen es jetzt nochmal. 3, 2, 1, meins. Oh, 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 Hilfe, Hilfe, ah, ah, Hilfe. Nein, bitte. Ah, was machst du? Was machst du? Alles gut? Oh Gott, meine Kamera ist ganz anders. Ich muss sie mal zurücksetzen. Okay, er hat auf jeden Fall eine coole Kamerafahrt für mich gemacht, damit ich den Tempel von allen Seiten begutachten kann. Aber ich glaube, die lassen wir weg. Und ich würde sagen, ein mysteriöserer Tempel geht gar nicht mehr. Aber wow, was der hier gebaut hat. Das ist einfach von KI generiert ein Tempel. Und mysteriös auf jeden Fall, wenn man sowas irgendwo finden würde. Wow. Dann habe ich natürlich die ganzen Texturen nochmal von KI generieren lassen und habe die zwei Einheiten selber gerickt und selber animiert, weil ich keine Lust mehr hatte, das jetzt noch einer KI zu erklären. Es ging einfach sehr viel schneller. Damit bin ich endlich fertig, habe die ganzen Animationen erstellt. Dafür muss ich jetzt noch ein Animationsscript machen. Und das lasse ich natürlich auch wieder die KI erledigen. Meine dritte Aufnahme hat ein paar Schwierigkeiten mit dem Ton, deswegen kann ich euch nur die Bilder zeigen. Ich habe mich dafür entschieden, ein fertiges NPC-System zu nehmen, welches ich schon mal geschrieben habe, weil ich es dann nicht neu schreiben muss. Und habe es dann einfach ChatGPT umformulieren lassen, Animationen hinzufügen lassen und habe es in die Mobs reingepackt. Die haben dann noch neue Texturen von mir bekommen. Und wie ihr seht, laufen sie. Und der gute Swarfy ist jetzt auch ein Feindseliger NPC, während die Echse friedlich ist. Okay, der nächste Tag ist angebrochen. Was ich gestern noch gemacht habe, ich habe dem Material Generator gesagt, mach mir eine Skybox und das ist dabei rumgekommen. Und ich habe eine andere KI gefunden, die mir Musik für das Spiel gemacht hat. Die können wir uns jetzt auch einmal anhören. Und jetzt läuft hier Musik im Hintergrund. Das ist schon mal sehr gut. Es hat aber noch einen Fehler. Dementsprechend werde ich jetzt nochmal ChatGPT beauftragen, diesen Fehler für mich zu lösen. Das hier ist das Skript, das er mir geschrieben hat. Er wird sich an den Chat von gestern nicht erinnern, weil das ist auch ein Problem, das wir hatten. Zufälligerweise hat ausgerechnet jetzt, wo ich das hier aufnehme, ChatGPT Probleme damit, die alten Chatverläufe wieder aufzurufen. Deswegen muss ich ihm jetzt alles nochmal neu schreiben. Und er antwortet sehr schnell, weil ich jetzt über $20 dafür ausgegeben habe. Das Spiel ist ja aktuell sehr klein. Die Map ist sehr klein und man kann ja überall rüberlaufen. Aber das Spiel wäre etwas herausfordernder, wenn man nicht ins Wasser gehen kann. Deswegen werde ich der KI sagen, dass sie das einfach mal machen soll. Wenn man hier auf diese Insel geht, zum mysteriösen Tempel, da ist dann Swarfey, der den Tempel beschützt. Jetzt müssten wir eigentlich noch ein System einfügen, das je nachdem, in welcher Region wir sind, andere Musik spielen lässt. Das machen wir zuerst. Also fragen wir ihn einfach mal, ob er das macht. Und er sagt, yo, hier ist ein Example Code. Und dann pasten wir das hier einfach mal rein. Das war natürlich auch wieder ein ewiges Hin und Her, bis wir es geschafft haben. Aber irgendwann hat es dann funktioniert. Wenn ich jetzt hier hingehe, kommt bedrohliche Musik. Das ist schon mal gut. Und wenn ich hier rausgehe, dann kommt wieder chillige Musik. Okay. So, da wir das abgehakt haben, würde ich jetzt sagen, kann er es möglich machen, dass man in dem Part schwimmen kann? Alles klar. Okay. Er macht es. Natürlich hat es überhaupt nicht funktioniert. Aber das bin ich ja gewohnt. Hab so lange nachgestochen, bis es dann funktioniert hat. Aber das will ich euch jetzt mal ersparen, weil das hat dann auch wieder eine Stunde gedauert. Wir können hier im Wasser schwimmen. Wir können sogar ein bisschen tauchen. Und jetzt, wo wir es so weit gebracht haben, wird es endlich Zeit, dem Spiel ein Spielprinzip zu geben. Die erste Spielmechanik, die ich mir ausgedacht habe, ist eine Ausdaueranzeige, dass man nicht unendlich lange schwimmen kann, weil wir müssen das Spiel irgendwie einschränken, damit es auch ein bisschen herausfordernder wird. Wie das dann aussah, naja. Oh Gott. Es funktioniert. Was? Okay, wir gucken uns das morgen an. Bis dann. Oh, hallo, wo kommst du denn her? Da hast du mich gerade erwischt. Ich war die ganze Zeit dabei, ChatGPT für mich Code schreiben zu lassen. Es hat gerade ein Skript für mich geschrieben, welches dieses Schwert hier baut. Das ist ziemlich großes. Dann habe ich ihm gesagt, yo, mach mir bitte so Strand.
weil man kann in dem Wasser auch schwimmen. Und wir haben es hingekriegt, dass man begrenzt viel Ausdauer in dem Wasser hat und halt ertrinkt. Und man kann am Anfang noch nicht schwimmen. Meine Idee ist es, dass man verschiedene Sachen finden muss in dem Spiel, um neue Fähigkeiten freizuschalten, um mehr Sachen zu finden. Und eine Sache, die man finden muss, ist eine Anleitung, wie man schwimmt. Und erst wenn man die hat, kann man schwimmen und dann halt auch auf andere Inseln gelangen. Ich will euch nicht zu viele Details geben, weil vielleicht möchte ja einer von euch das Spiel am Ende spielen und ja selbst erkunden. Neben der tollen Musik, die läuft, haben wir jetzt auch eine Ausdaueranzeige, die komplett von ChatGPT per Code geschrieben wurde und auch funktioniert. Wenn ich ins Wasser gehe und schwimme, geht meine Ausdauer nach unten und ich muss schnell wieder raus aus dem Wasser, weil sonst ertrinke ich. Nein, nicht rückenschwimmen. Oh Gott, ich bin gestorben. Auf dem Rücken sollte man nicht schwimmen, dann kommt man schlecht wieder raus. Weil ich gehe unter. Ich kann nicht nach oben schwimmen. Ich kann nur mich hier so langsam am Boden hochkraxeln. Oh. Und dann erholt sich die Ausdaueranzeige wieder. Das funktioniert alles beeindruckend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Aber ich werde das Spiel heute fertig bekommen. Deswegen gibt es Speedrun. Und wir schauen mal, wie es dann am Ende wird. Und wie weit ChatGPT gerade auch ist. Okay, das ist das Skript. Gut, das nehmen wir. Wie immer hat das Skript nicht funktioniert. Nach ein paar Revisionen hat es dann endlich funktioniert und wir haben endlich ein Schwert. Wir schauen jetzt einmal, wie es läuft. Ich rüste das Schwert aus, kann jetzt klicken, dann kommt diese Animation. Damit kann ich zwar versuchen, die Dinger hier zu schlagen, aber die sind zu niedrig. Wenn die Schläge dann auch treffen, so treffe ich ihn, glaube ich, am ehesten. Ja. Ja, Mann. Er ist tot. An diesem Tag habe ich nicht nur noch sehr viele Assets erstellen lassen und versteckt, sondern auch noch ein System schreiben lassen, das dem Spiel auch endlich einen Sinn gibt. Was das für Assets sind, wo ich sie versteckt habe und wie man das Spiel durchspielt, werde ich in dem Video nicht zeigen. Das kannst du nämlich selbst herausfinden. Das Spiel ist bereits öffentlich spielbar und hat von ChatGPT den Namen Paradise Pioneers bekommen. Ich glaube zwar nicht, dass man es finden wird, wenn man danach sucht, aber ich habe das Spiel natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Auch die Spielbeschreibung, die Vorschaubilder und Abzeichen wurden von KI erschaffen und mich interessiert jetzt, was du davon hältst. Hättest du erwartet, dass das Spiel am Ende so aussehen würde? Hättest du mehr oder sogar weniger erwartet? Und was könnte die KI noch zum Spiel ergänzen? Schreib es mir bitte in die Kommentare, ich werde das Spiel auf jeden Fall noch durch eure Kommentare updaten. Hier ist jetzt noch ein Video eingeblendet, welches YouTube für dich ausgesucht hat. Bis dann und ciao!